Yo Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Might and Magic Clash of Heroes. Im letzten Part haben wir erstmal die Haven Arena abgeschlossen, die man gleich hier unten sehen kann. Und für heute hatte ich erstmal geplant, in der Hauptstory weiterzumachen. Ich habe mir außerdem noch was überlegt hier. Und zwar, ihr seht, Karnax Level 12, berüchtigter Dämon, und Level 12 ist schon ziemlich hoch. Ich glaube nicht, dass wir den jetzt schon besiegen könnten. Deswegen habe ich mir gesagt, wir spielen jetzt in der Hauptstory weiter, bis wir selbst Level 11 oder 12 sind. Und dann werden wir uns den vorknöpfen. Halt! In Zeiten des Krieges ist Bürgern der Zutritt zur Burg des Imperators verboten. Der Imperator schwebt in großer Gefahr, Ritter. Lasst uns durch. Ihr schwebt in noch größerer Gefahr, wenn ihr euch nicht vor diesem Tor entfernt. Genug davon. Da muss ich euch wohl aus dem Weg räumen. Ah. Zweimal Meister. Das ist nicht so schön. Und er darf auch noch anfangen. Und er benutzt auch alle Einheiten, so wie ich das sehen kann. Ja, gucken wir mal. Gucken wir doch mal, was wir hier draus so machen können. Wir können doch schon mal erstmal einiges bilden. So wie ich das sehe, ne? So, sehr gut. Dann erstmal ein bisschen hier extra stellen. Im nächsten Zug dann noch den anderen Ritter aufladen. Ja. Läuft doch. Den Greifen wird er wohl oder übel aufladen. Da kann ich nichts gegen machen. Das ist halt so eine Sache, die mochte ich an den Sylvanern sehr gerne. Die waren halt viel schneller. Das mochte ich halt einfach total an denen. Du konntest halt auch einfach mal sagen, ja, die Meistereinheit könnte in zwei Zügen gefährlich werden, so könnte der die aufladen. Dann stellst du in die Spalte einfach mal ein paar Jäger rein, lädst die auf, zack, Einheit weg, nicht mehr gefährlich. Aber diese Schnelligkeit und Flexibilität, die hast du halt hier mit den Rittern nicht so ganz. Das finde ich halt, na, ich spiele schon gerne mit denen, aber ja, die Sylvaner, die waren dann doch schon cooler, generell, ne? Also so vom Spielen, ja, vom Spielfluss und so weiter her, muss ich sagen, dass die Sylvaner eine der drei besten von den fünf hier sind. Also es gibt ja fünf Regionen, es gab ja auch fünf Kinder der Helden. Und ich muss sagen, von diesen fünf, ihr könnt euch vorstellen, wir werden hier natürlich das, die Geschichte von jedem der fünf Helden irgendwie durchleben. Und du spielst halt natürlich in jeder von diesen fünf Teilgeschichten andere Einheiten. Und ich muss sagen, diese hier gehört nicht zu meinen Favoriten. Es gibt tatsächlich noch eine, wo ich denke, die spielt sich noch schlechter. Aber, na, ich möchte hier jetzt nicht zu viel spoilern. Es ging ja jetzt nur mal ein bisschen um mein persönliches Befinden dabei. Aber ich muss mal sagen, es gibt zwar schon Änderungen in der Strategie. Du kannst halt zum Beispiel bei den Sylvanern mit einer sehr großen Schnelligkeit rechnen, dass du recht spontan auf deinen Gegner reagieren kannst. Aber hier muss man halt ganz klar sagen, du hast hier halt andere Werte, die besser sind. Zum Beispiel sind natürlich hier die Greifenritter. Die sind natürlich alle sehr angriffsstark zum Beispiel. Das ist eine Sache. Also die Sylvaner, die waren unglaublich angriffsschwach. Und das, was halt den Sylvanern an Schlagkräftigkeit gefehlt hat, haben sie halt wieder in ihrer Schnelligkeit gut gemacht. Und das ist halt hier, denke ich, genau andersrum. Die Einheiten hier sind zwar verhältnismäßig träge, aber die halten halt verdammt viel aus. Das sind richtige Widerstandskünstler. Und das ist es, glaube ich, auch einfach, worum es beim Spielen dieser Einheiten geht. Du musst einfach nur zusehen, dass du sie lange auf dem Feld behältst, dann können sie gut wirken. So. Jetzt
philosophieren wir hier wieder die ganze Zeit. Er startet natürlich wieder mit 4 Zügen, weil er das gut eingefädelt hat. Moment. Das war ziemlich merkwürdig gerade. Irgendwer hat sich das gerade so angefühlt, als würde irgendjemand irgendwas von hinten auf meinen Stuhl tippen. Dabei war da gar nichts. Das war gerade schon ziemlich creepy. Oder ich krieg schon Haarlus. Das wäre nicht so toll. Hier möchte ich dich jetzt nicht unbedingt hinstellen. Wobei. Der Greif hat 4 Angriffsstärke. Das ist ziemlich lächerlich. An sich müsste der schon allein an den Formationen hier komplett kaputt gehen. 11, ne, der schafft's ja. Der schafft's nicht mal durch die Welle. Sage ich ja. Den haben wir schon sehr gut geschwächt, muss man so sagen. So, dann. Den nächsten, den er hier hinstellen wird, wird wahrscheinlich der da sein. So. Ah, und da ist ja schon ein Engel. Sehr schön. Erstmal noch einen Wall bilden, bitte. Danke. Den Engel, was machen wir damit? Ja. Der Engel. Der Engel. Es gibt halt nicht viele Orte, wo ich den jetzt wirklich hinstellen kann. Ich muss jetzt halt erstmal warten, bis der Ritter hier angegriffen hat. Und dann muss ich natürlich auch noch zusehen, dass ich hier noch weiße Einheiten rankriege. Hat das Battle-Theme mal wieder gewechselt. Ja, den Greifen werden wir nicht töten, aber der hat ganz schön an Stärke eingebüßt. Ich verlasse mich nicht gerne auf den... Der Nachschub war mal gnädig. Danke. Es kann auch funktionieren. Es kann auch funktionieren, wie man hier sieht. Ja, sehr schön. Na, der Greif wird hier nichts. Keine Schnitte hat der. So. Gucken wir mal, wie das jetzt weitergeht. Erstmal natürlich den Ritter hier aufladen. Ich hatte einen Moment mit dem Gedanken gespielt, hier zu fusionieren, aber ja. Dafür würden wir jetzt zu lange brauchen. Da wäre der hier schon fertig. Traurig, aber wahr. Und unser Engel hier frisst gerade ganz schön Schaden. So, jetzt kommt hier natürlich gleich der nächste Ritter und drückt ihm eine rein. So, bam. 25 Punkte Schaden. Das ist gut. Und ja, dann dich dahin, hier weg. Dann haben wir noch 2 Züge übrig. Können wir ja nochmal Nachschub holen. Und uns... Ja, perfekt. Der ist ja dann gebunden mit dem Engel. Super. Ah, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, da kommt jetzt in 4 Zügen eine ganz schöne Schadenslawine auf unseren Gegner zu. Und die wird früher eintreffen als sein Greif. Zumal wir hier jetzt den Schaden nochmal steigern können. Und wir können den Schaden nochmal steigern, wie ich hier gerade sehe. Und nochmal binden. Kann ja nur besser werden.
Also hier in drei Zügen, da kommt ordentlich was auf unseren Gegner zu. So. Bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. Der will das hier fusionieren. Das finde ich jetzt nicht so toll. So, der Ritter greift direkt mal an. Da haben wir ordentlich was gut gemacht. So, gleich mal löschen hier. Das braucht man ja alles nicht. So. Rüber noch. Und zack, können wir schon nichts mehr bauen. Vielleicht haben wir Glück, es ist ein Oranger. Natürlich ist es ein Oranger. Dann werden wir hier drüben noch was fusionieren, aber ich glaube nicht, dass unser Gegner hier den nächsten Zug überleben wird. Ah, nee, er will doch lieber den Greifen aufladen, so wie ich das sehe. So, dann erstmal gucken. Nee, das überlebt er auf keinen Fall, das überlebt er auf keinen Fall. So, 16, 50, 74, 9 und nochmal 9. Da haben wir ihn ziemlich zerstört. So, Level 10. Plus 18 HP. Bist du verrückt, Alter. So, unseren Engeln fehlt auch nicht mehr viel bis Level 5. Mal gucken, wie viele Gegner wir jetzt noch innerhalb der Feste haben. Gucken wir einfach mal. So. Ah, ich würde ja gerne nachgucken, aber irgendwie ist die Stimmung gerade so episch. Da würde ich sagen, der Part hier war jetzt zwar bestimmt ziemlich kurz, aber wir haben doch auch einiges geschafft. Wir sind jetzt in der Burg des Imperators, der Ort, wo unsere finale Schlacht stattfinden soll. Und ja, wir sind auch auf Level 10 gekommen. Sehr schön sieht das Ganze aus hier. Level 10. Aber ich glaube, wir können auch gar keine Erfahrung mehr dazu bekommen, oder? Aber wenn das so ist, dann würde ich sagen, dass wir uns im nächsten Part mal Karnax vorknöpfen. Und ja, bis dahin würde ich mal sagen, das war dumm. Warum sage ich sowas? Also, bis dahin, Leute. Ciao.